Und das Klima ist doch zu retten. Dank BioNTech. Mehr dazu und noch anderes in diesem Video und damit Namaste, Namaste. Guten Morgen zusammen an diesem Donnerstag, dem 13.10.2022 auf dem KIMI-Report, dem ersten der Geschichte hinter der Geschichte. Ja, ich melde mich, ihr seht, wieder aus baslerischen Regio Basiliensis Gefilden, bevor es dann heute mit Jean-Marc nach Cham geht, in den Lorzensaal heute Abend auftritt, zum ersten Mal im Kanton Zug. Und ich habe mich gefreut, offenbar ist auch Familie Rima, Marco Rima und seine charmante Frau mit im Auditorium, was mich natürlich noch ein Stück nervöser macht. Aber zuerst bin ich auch heute Morgen voll bei euch. Nun, es gibt eine Rettung vor der Klimakatastrophe. Das sind doch mal wirklich gute News in diesen schrecklichen kriegerischen Zeiten. Der Name der Rettung ist, könnt ihr selber wählen, Neo Socket oder Ugur Sahin. Nach der Rettung der Menschheit vor einem Virus durch seine Covid-mRNA-Impfung hat Impfheld Ugur Sahin von BioNTech eine weitere bahnbrechende Erfindung gemacht, diesmal zur Rettung des Planeten vor der Klimakatastrophe. Neo Socket heißt das Teil. Es ist einfach in den Zigarettenanzünder bzw. den Handy-Ladesteckers des Autos zu stöpseln und damit kann man bis zu 30% Kraftstoff und damit schädliche Emissionen einsparen. Bei Elektroautos hilft Sahins wegweisende Erfindung, die Ladungsschwankungen der Batterie zu vermindern und verlängert ihre Lebensdauer. Nach Tests an 8 Autos, also vielen, 3 Diesel, 2 Benziner, 3 Elektroautos, steht fest, alle Autos überstanden den Test unbeschadet. Das ist ja schon mal toll. Sahin konnte damit die Sicherheit und Wirksamkeit im Rechenmodell nachweisen und der TÜV gab NeoSocket zum Verkauf frei. Also das sind ähnlich ernsthafte und seriöse Testkriterien wie bei, ihr wisst schon, die EU unter Ursula von der Leyen hat unter Hinweis auf die Dringlichkeit der Klimakatastrophe schon 3 Milliarden NeoSocket bestellt. Der Kaufpreis und die Vertragsbedingungen wurden per SMS verhandelt und unterliegen der Geheimhaltung. Wahrscheinlich gibt es dann auch so schwarze Verträge. Das ist ja edel, so schwarze Verträge, wo man reduced to the max nur das absolut Nötige sieht, weil alles andere würde einem ja die kostbare Zeit rauben. Nachdem Sahins Erfindung mit Lichtgeschwindigkeit und 350 Millionen Fördermitteln aus Steuergeldern entwickelt wurde, muss diese zur Rettung des Planeten, respektive dessen Klima natürlich, möge es rasch in alle Autos eingebaut werden. Die österreichische Umweltministerin Leonore Gewessler, also nicht Gessler, sondern Gewessler, liebe Schweizer, plant deshalb unter Berufung auf ihre Expertenkommission GACKA eine Neo-Socket-Pflicht für alle Pkw. Es ist unsolidarisch, kein Neo-Socket zu installieren. Wer kein Neo-Socket installiert, ist ein Gefährder und Neo-Socket-Leugner. So Gewessler in einer Pressekonferenz. Also es ist erstaunlich, was alles nicht mehr solidarisch oder unsolidarisch ist heutzutage. Nachdem Simulationen von Experten ergeben haben, dass Neosockets Wirksamkeit nach 3 Monaten allerdings nachlässt, ist ein Neosocket-Abo geplant, das über Amazon Prime gegen 30% Provision abgewickelt wird. Amazon-Chef Jeff Bezos. Zitat, Neosocket ist good for the planet, buy it. Auch das WEF und die WHO unterstützen die Anwendung von Neosocket.
Internationale Richtlinien empfehlen die Einführung eines Blue Pass, der den aktuellen Neosocket-Status des Autos anzeigt. Dieser Pass muss vom Lenker an einem Nasenring hängend mit sich geführt werden. Ohne diesen wird keine Inbetriebnahme des Automobils erlaubt sein. Nachbarn sind aufgerufen, Neosocket-Sünder den Behörden zu melden. Seien Sie solidarisch, folgen Sie den Experten, folgen Sie der Wissenschaft, kaufen Sie Neosocket für das Klima. Achtung, Hinweis aus aktuellem Anlass für ÖRR und Regierungsmedien, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk und Regierungsmedien. Hier handelt es sich um Satire. Bitte keine Eilmeldung in den Nachrichten bringen. Übrigens, Neosocket gefährdet Ihre Gesundheit nicht. Es gibt also einen Unterschied in der Wirksamkeit zwischen Lalalala und Neosocket. Das allerdings ganz unsatirisch. Also dieses Neosocket, das gibt's wirklich. Das könnt ihr gucken. Gebt es mal ein auf Google oder auf YouTube. Da gibt es Filme darüber. Das ist wirklich ein Gerät. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei einem Diesel oder bei einem Benziner wirksam ist, vielleicht bei einem Elektroauto, da verstehe ich nicht wahnsinnig viel davon. Für mich ist die Reichweite einfach viel zu klein. Aber ihr wisst ja, Tesla baut tolle Autos. Gruß an 2G. Aber es ist schon, ja, was da alles läuft, großartig. Also wir sehen eigentlich, wir retten eigentlich alles. Die Frage ist, ob wir am Schluss auch die Menschheit retten können. Nun, wenn wir aber das Klima retten würden, jetzt mit dieser tollen Erfindung, dann müsste die Universität Wien, und das ist jetzt bitterer Ernst, liebe Freunde und Freundinnen, keinen Energielockdown erwähnen. Und sie vergleichen, die Universität Wien vergleicht den Energielockdown selbst mit dem im März 2020. Sie gab in einer internen Mitteilung am Mittwoch bekannt, dass man Energiesparmaßnahmen in Erwägung zieht, die mit dem Lockdown März 2020 vergleichbar sind. Französische Universitäten haben einen Energielockdown schon länger angekündigt. Ebenso in Polen, in Österreich ist man bisher zurückhaltender. Heimische Universitäten sagen bisher nur, dass man die Gebäude auf 19 Grad abkühlen werde. Eine interne Mitteilung der Universität Wien belegt nun aber, dass die Planungen bereits viel weiter sind. So rechnet die größte Uni Österreichs mit Maßnahmen vergleichbar mit Lockdown März 2020, sollte der Notfall im Energiestufenplan erreicht werden. Da gibt es Stufe 1, 2 und 3. Und bei der Stufe 3, da steht dann, die Universitätsbetrieb digital in allen Bereichen, Gebäude frostfrei halten, wichtige Forschungsinfrastruktur aufrecht funktionsfähig erhalten, Betrieb vergleichbar mit Lockdown März 2020. Also das ist offiziell von der Uni. Der Universitätsbetrieb soll also wieder digital stattfinden, wie erstmals im Sommersemester 2020 geübt. Für den Großbetrieb Uni Wien sicherlich eine immense Kostenersparnis, da die Energiekosten dann auf die Studenten abgewälzt werden können. Für den Staat lässt sich wohl auch Energie sparen. Die Universität will dann nur noch die wichtige Forschungsinfrastruktur funktionsfähig halten. Ebenso die Gebäude, wie gehört, frostfrei. Sollte die dritte Stufe, also die schlimmste, erreicht werden, dürfte in ganz Österreich bereits eine akute Energiekrise ausgerufen worden sein. Denn dann wurde die Energielieferung an die Universität bereits reduziert oder sogar gestoppt. Dass also nur die Universität Wien mit einem solchen Szenario plant, kann man sicher bezweifeln. Immerhin hatte sich auch der Lockdown März 2020 nicht auf einzelne Bereiche beschränkt, sondern alle Gebäude, die nicht zur kritischen Infrastruktur oder zur systemrelevanten, hieß das damals, gezählt haben, mussten dicht machen. Wird von der Politik diesen Winter der Energienotfall ausgerufen, könnte ein neuer Lockdown folgen. Eben vergleichbar mit Frühjahr 20. Das interne Schreiben der Uni Wien vom heutigen Mittwoch ist das erste eindeutige Indiz dafür, also von gestern natürlich. Laut der Mitteilung handelt es sich um eine interne Vorbereitungsmaßnahme.
Dass die Universität allerdings auf den Vergleich mit März 2020 und das auch noch explizit unter Stufe 3 schreibt, ist diplomatisch gesehen relativ ungeschickt oder eben dann höchst brisant. Ihr wisst ja, so der Faktor Angst ist ja nicht ganz zu unterschätzen. Als in Frankreich die Pläne mancher Universitäten bekannt geworden waren, protestierten Studentengewerkschaften sehr laut. Die letzten 2 Jahre und die geschlossenen Universitäten seien psychisch enorm belastbar gewesen, so die Studentenvertreter. Ja, jetzt, liebe Studentinnen und Studenten, man darf dann mal gespannt sein auf eure Reaktionen, denn bei den Corona-Restriktionen konnte es euch manchmal nicht hart und streng genug zugehen. Meistens forderte genau ihr, die Studenten und vorwiegend die aus dem linken Lager, noch härtere Einschränkungen. Sollte es, das ist meine Meinung, zur akuten Energiekrise kommen, ist die auch zumindest teilweise selbst gemacht. Erst am 12.10., also gestern, gab Putin bekannt, dass weiterhin Gas nach Deutschland geliefert werden könnte, wenn allerdings auch weniger als vor den Anschlägen auf die Pipelines. Es müsste nur von den EU-Regierungen gewünscht und abgesegnet werden. Putin sagte das bei seiner Rede am Mittwoch beim Forum der russischen Energiewoche. Ja, auf Anfragen diverser Medien hat die Universität Wien noch nicht geantwortet. Also ihr seht, erinnert euch, nicht gerade im Frühjahr 20, aber sagen wir mal so ein Jahr später, ein gutes Jahr später, Frühjahr 21, sprachen ja die Schwurbler, dass diese ganzen Corona-Szenarien durchaus auch auf umweltschützende Maßnahmen, eben energiesparende, klimaschützende Maßnahmen im Sinne auch von Energielockdowns umgelegt werden könnten. Das wurde damals natürlich als obergroße Schwurblerei, als die große Verschwörungstheorie und als Fantasie, also schon fast als Halluzination beurteilt. Et maintenant, on y va. Also hier sind wir jetzt noch nicht auf Stufe 3. Ich bin immer noch optimistisch, vor allem in der Schweiz, dass wir da keine wahnsinnigen Restriktionen haben werden. Und die ZHAW in Zürich hat ja auch schon zurückgestuft. Nicht so, Internet wird abgeschaltet nachts und Temperatur kälter gemacht. Also das ist, die Uni Wien ist ja nicht ganz, ganz alleine. Wir haben auch über das Hallenbad in Dübendorf gesprochen, das ja dann ab Dezember auch seine Pforten schließt, um Energie zu sparen. Ja, eben auch Noah war bekanntlich ein Verschwörungstheoretiker, bis es dann richtig zu regnen anfing. Ja, vielleicht sehe ich ein paar von euch heute Abend im Lorzensaal. Es wird eine Abendkasse geben. Wir haben bestimmt auch noch Platz für solche, die sich spontan entscheiden, in dieses wunderbare Gebäude zu kommen. Ich würde mich freuen. Und ansonsten bis morgen. Es kann sein, dass es morgen ein bisschen später wird, weil es wird heute Abend ganz bestimmt ein bisschen später für mich. Bis wir dann wieder in Basel und in der Heia sind, dürfte es in die frühen Morgenstunden gehen. Also ein wunderschöner Herbsttag. Schön, dass ihr bei uns seid. Ihr wisst, Amandla Avetu, checkt wieder mal den Shop. Und Daumen hoch und gerne ein Abo hinterlassen auf dem ersten und auf dem zweiten Kanal. Bis dann, salut zusammen.